Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Cloud. Yo, in der letzten Folge haben wir, ich denke mal, die Hälfte der Götterbiesthöhle überstanden, bis wir dann in Ebene 8 nicht mehr weitergekommen sind. Und da denke ich mir einfach mal so, bauen wir jetzt mal das Dorf auf. Diorama-Menü, ja, das denke ich, ja genau. Jetzt können wir hier Häuser in das Dorf reinsetzen und erstmal die Häuser zusammenbauen. Hier Platz. Rund und hölzern enthält etwas. Ich denke mal, es soll ein Fass sein. Enthält selbstgemachten Wein. Ja, das wird höchstwahrscheinlich ein Fass sein. So, was ist hier? Alles Fragezeichen. Weiß nicht, was hierher gehört. Können wir da irgendwas? Okay. Hier kommt ein Zaun rein und da passt das Zimmer, denke ich, rein. Passt. Da kommt ein Zaun rein und eine Lampe. Und ein... Ach, hier unten geht es noch weiter. Ja, da haben wir noch ein Zimmer. Und eine Bank, die ist hier oben. Haben wir das Haus ja schon fast fertig. Hier kommt eine Lampe hin. Hier kommt ein Windmühlenflügel hin und eine Leiter, die haben wir auch bekommen, die ist hier unten. Und die Windmühle ist fertig, cool. Und das ist alles andere. Okay, da setzen wir noch die Scharas ein. Mein Haus, Platz, Charakter sorgt sich stets um Maxi-Kid und wartet auf ihn. Hier können wir noch ordnen, okay. Maxi-Kids Lama Viehbestand. Das wird mein Haus sein. Ein zottiges Tier behutsam aufgezogen. Dann wird das das Lama sein. Passt rein. Claude, netter Typ, mag Essen und Schlaf. Claude kommt dann, denke ich mal, in Claudes Haus. Das ist hier. Passt auch rein. Mini-Marsho. Obwohl er klein ist, ist er der große Bruder. Das ist dann Marschos Haus. Das dürfte hier sein. Tägliches Training sorgt für Muskeln. Klein, aber stark. Dann wird das der Mini sein. Marsho, Marschos Name ist Programm, lässt kein Training aus, dann wird das der andere Marsho sein, passt rein. Dieke, Peikes Vater, ein fleißiger Arbeiter. Peikes Vater wird er hier in Peikes Haus reinkommen. Das Mädchen kennst du von klein auf ihn ist Verlass, hat eine nette Tochter, dann kommt er da rein. Ott Gaffer, Gaffer besitzt einen Laden, war hier nicht irgendwo, Gaffers Buggy, genau, das wird er sein. Jo, René, Maxi-Kids Mutter, dann kommt das noch zu mir rein. Hier, da sorgt sich stets um Maxi-Kid und so. Und das ist dann die Katze, die wir immer gesehen haben. Streunerkatze, vielleicht bringt sie ein Glück. Eine große Glocke ist ihr Markenzeichen, das wird eine Kuh sein. Das Mädchen kennst du von klein auf, okay. Ja, wo sollen wir die Katze denn reinstecken? Oh, die passt hier rein, okay. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit den Häusern hinsetzen. Die Frage ist nur, wo? Also, wie ihr seht, wir können hier überall in den kompletten Dorf die Häuser hinsetzen. Wir können die auch noch irgendwie... Ah, so können wir die drehen. Wir stellen das einfach mal hierher. Marschos Haus. Da ich das Spiel schon ein wenig kenne, weiß ich, wo wir die Häuser am besten hinstellen können. Und das stellen wir hierher. Peiges Haus. Okay. Machen wir erstmal Claudes Haus. Das kommt. Hierher. Gaffers Buggy. Ich denke mal, dass wir hier sowieso nochmal vieles neu bauen müssen.
Das stellen wir da hin. Dann kommt daneben Teiges Haus hin. Hier so. Hier haben wir alles. Gachers Buggy stellen wir dann mal dahin. Hier. Und bei den Rest gucken wir dann noch einfach mal. Ja, da würde ich sagen, gehen wir erstmal hier zum Bürgermeister. Bürgermeister. Das Dorf ist dann besetzt erstmal nur provisorisch. Das stellen wir dann noch am Ende so hin, dass es schön aussieht. Aber jetzt erstmal zum Bürgermeister. Ja, ja, das Wasser kann ich schon mal verschwenden. Und das Reparaturpulver ebenfalls. Und dann kann ich wieder neues Zeug von denen bekommen. Passt. So, und jetzt gehen wir mal zu den ganzen Leuten, die wir hier im Dorf neu haben. Ich sehe nichts. Oh, und hier sind Kisten. Ja, geil. Frischer Donut. Okay. Geschwindigkeit plus 1. Wer bist du denn? Oddcover. Hallo, Maxigit. Dies ist Oddcovers Gegenständeladen. Komm doch mal vorbei. Okay. Hi. Wo? Tut mir leid, es ist noch geschlossen. Ich muss wohl noch mehr Waren lagern, bevor ich eröffne. Was war es denn nur? Es fällt mir nicht ein. Wie soll das Dorf aussehen? Naja, ein Geschäft braucht Häuser in der Umgebung, um gut zu gehen. Das ist nämlich auch Sache. Jeder hat einen bestimmten Wunsch, wo er sein Haus hinhaben will. Und wenn man da alle Wünsche respektiert und die Häuser wirklich so hinstellt, wie es jeder haben möchte, bekommt man am Ende noch einen schönen Preis. Und wenn ich damit fertig bin... Ich muss immer noch Waren bestellen, bevor ich eröffne. Also, aber ich kann die Eröffnung kaum erwarten. Okay. Wie soll dein neues Haus aussehen? Oh, hilfst du mir? Wir brauchen Waren. Natürlich. Wir brauchen natürlich Waren und ein Schild, wenn wir den Laden eröffnen wollen. Stelle das Schild auf das Dach des Buggys und die Waren auf den Teppich, damit sie nicht dreckig werden. Sau du. Kannst du dich nicht benehmen. So, was geht hier hinten ab? Wer bist du? Kamacho oder Komacho, keine Ahnung. Danke, Maxigit. Und was genau ist in diesem Feiertag passiert? Ich weiß, dass ein Licht vom Himmel kam. Und dass die Häuser verschwanden. Und danach erinnere ich mich an nichts mehr. Hi. Hast du meinen kleinen Bruder Macho gesehen? Wie soll das Dorf aussehen? Ich hätte das Haus gern irgendwo, wo ich gut trainieren kann. Und wenn ich damit fertig bin? Ich gebe dir etwas, aber es ist geheim. Hier ein Tipp, es ist härter als Stein. Okay. Wie soll dein neues Haus aussehen? Vergiss nicht den Zaun und die Lampe. Wir hatten den ganzen Kram, wie alle anständigen Leute. Du weißt schon. Aha. Brot. Cool. Hier ist noch eine Kiste. Köstliches Wasser. Cool. So, befindet sich jemand da drinnen? Oder befindet sich Kiste oder sowas da drin? Oh, Macho, okay. Oh, Maxigit, ich hab dich so vermisst. Ein Tag, an dem ich dein schönes Lächeln nicht sehe, ist ein verlorener Tag. Pedo. Wieso sind denn hier alle nur so Pedos, Alter? Falls du meinen großen Bruder siehst, sag nicht, dass wir uns gesehen haben, ja? Ich verlasse mich auf dich. Okay. Der Kampf ist der wahre Sinn des Lebens. Für einen Mann. Diese Tatsache kennst du doch, oder? Aber hallo. Da solltest du meinen Bruder fragen. Und wie soll dein Haus aussehen? Hör zu, vergiss nicht mein Zimmer zu vergrößern. Und bitte lege die Handel nach draußen. Okay. Hier befindet sich nichts. Okay. Ja, der Typ gefällt mir irgendwie. Da hinten ist noch wer. René. Maxikit, geht's dir gut?
Na prima, mach mir keine Sorgen mehr, ja? Hi. Du scheinst etwas in der Höhle vorzuhaben. Bitte pass auf dich auf, ja? Wie soll das Dorf aussehen? Mal sehen, wenn die Morgensonne mich durchs Fenster wecken würde, wäre das wundervoll. Und wenn ich damit fertig bin? Sag mal, Maxikit, findest du nicht manchmal, dass wir zwei es hier ein bisschen einsam haben? Alter, nee, bitte schaff mir keinen Vater an. Die meisten Schwiegerväter sind scheiße. Stiefväter, nicht Schwiegerväter. Ja, Schwiegerväter auch, aber... Ne, ja gut. Ja, ja. Wie soll's aussehen? Was sagst du da? Unser Haus hatte einen Schornstein und einen Lagerraum. Maxikit, weißt du denn nicht mehr, wie dein eigenes Haus aussah? Nee, das hab ich komplett vergessen. Tut mir leid. Brot! Oh, mit der Kamerasteuerung muss ich noch ein bisschen zurechtkommen. Hier, die ist ja fürchterlich. So, wer läuft denn da hinten rum? Diek. Maxikit, du warst auch in Sicherheit. Ach, das ist gut. Welcher Mistkerl hat uns das angetan? Hi. Peike ist wieder irgendwo unterwegs. Ich wünschte, sie würde manchmal früher nach Hause kommen. Maxikit, kannst du ihr das von mir ausrichten? Vielleicht hört sie ja eher auf dich. Wie soll es Dorf aussehen? Du weißt doch, dass ich gerne angle, nicht wahr? Was? Also, Peike kann da etwas machen. Was? Frag sie selbst. Ja, ich hätte da schon mal eine sehr gute Idee. Ich möchte, dass das Rad für den Buggy draußen ist. Damit repariere ich den Buggy von Odgava. Dieser alte Kerl muss denken, ich hätte eine Werkstatt oder sowas. Hast du doch auch, oder nicht? Wenn nicht, ich kann dir noch eine geben, denke ich mal. Irgendwo werde ich schon eine Werkstatt herbekommen. So, hier ist nichts mehr und hier ist der Teich. Was ist denn das für ein Schild? Angeln. Ach, hier kann man angeln. Angeln scheint hier erlaubt zu sein, aber ich sehe keinen Anglerpfahl. Okay. Kapier ich nicht. Was soll's, dann gehen wir noch da rein. Das dürfte ein klautes Haus sein, wenn ich mich nicht recht irre. Irgendwas daneben oder so. Ja, eine Kiste mit köstlichem Wasser. Ach, wie cool. Aha. Boah, der hat hier aber auch eine Menge Kisten drin. Eine Bombe, Geschwindigkeit plus 2. Ist das geil. Tierbahn. Aber wo ist denn der Typ hin? Hier drin scheint er nicht zu sein. Draußen habe ich ihn nicht gesehen. Naja, oder er läuft irgendwo in der Weltgeschichte rum. Ach, da ist er doch. Hey, Maxikit, als ich in dieser komischen Blase war, dachte ich schon, es wäre vorbei mit mir. Hi. Ach, übrigens, das Essen vom Fest. Ich frag mich, was damit passiert ist. Es müsste noch etwas übrig sein. Mal sehen, ich würde es gerne an einer Stelle bauen, wo ich gutes Essen riechen kann. Ich würde dir etwas Gutes zu essen geben. Vergiss nicht die Schachtel mit den Süßigkeiten. Die sind das Wichtigste. Alter, nur ans Essen denken. Der Typ ist fast wie ich. So, und dann könnten wir jetzt, denke ich mal... Tatsache, wir können hier die restlichen Gegenstände, die uns noch gefehlt haben, einsetzen. Ein Schornstein. Und das dürfte der Lagerraum sein. Und das Haus ist fertig. Hier brauchen wir einen Zaun, eine Lampe. Das dürfte dann der Anbau sein. Und hier die Handel. Und auch das Haus ist fertig. Das ist noch unbekannt. Und das, es bewegt sich durch Rollen. Dann dürfte das das Rad sein, gell? Ja, Räder. Das passt. Und hier eine Schachtel mit Naschwerk. Rein damit. Da warten wir aber noch. Das machen wir noch nicht zu Ende. Denn der Gaffer, der verkauft zwar dann Gegenstände, wenn
er fertig gebaut ist, das Haus. Aber wenn Gaffers Buggy fertig gebaut ist, bekommen wir vom Bürgermeister keine Gegenstände mehr und müssen uns alles hier beim Gaffer kaufen. Und da fände ich schon besser, wenn Gaffers Buggy dann da ist und so. Also noch nicht fertig gebaut, sondern dass wir dann die Gegenstände geschenkt bekommen und so. Wer sagt das jetzt? Juhu, Maxi-Kid, du hast es geschafft. Ach, der Typ. Toll, wir haben unser Haus wieder. Hier, das ist für dich. Behalte es. Ein Steinbrecher. Ich habe immer noch nicht geguckt, was das ist. Das haben wir aber schon. Hey, das gehört mir. Hey, Bruderherz. Was soll das denn werden? Das sage ich dir jedes Mal. Deins ist meins. Meins ist meins. Der Spruch meines Lebens. So ist das zwischen einem großen Bruder und einem kleinen Bruder. Das halte ich nicht mehr aus. Hey Bruder, wir regeln das in einem Kampf. Ah, auf jeden Fall. Wollen die sich jetzt prügeln oder was? Lol. Das hat was. Schön. Aber ich habe da noch Kiste gesehen. Ja. Geschwindigkeit plus 3. Noch da hinten. Da hinten. Hübsches Zimmer. Bisschen klein, aber sonst, ja, kann man machen. So, dann gehen wir zu mir in das Haus. Was ist das denn? Ist das der Eingang? Das ist doch nicht der Eingang. Brot. Ach, das ist Lama-Gehege. Eine Streunerkatze. Miau! Cool. Ah, wie cool. Das hat was. So, dann war der Eingang hier oben, gell? Sieht so aus. Passt. Wie ist denn die Katze jetzt bitte schon so schnell hier hochgekommen? Oh, gut, dass du kommst. Sieh mal. Ein Miezekätzchen ist hier hereinspaziert. Oh, wie süß. Oh, ist das eine süße Muschi. Maxi-Kid, lass uns einen Namen für das Kätzchen finden, ja? Hey, cool, wir können die Katze benennen, okay? Katzenmädchen. Ja, wie nennen wir die denn jetzt? Ich hab keinen Plan. Ich würde ja... Ja, ich denke mal... Nee, Muschi wäre zu langweilig, oder? Nee. Och, wie nenne ich die denn jetzt? Jetzt habe ich gerade mal überhaupt keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Scheiße. Mir fällt gerade echt gar nichts ein, wie ich die Katze nennen könnte. Ich hätte ja eine Idee, aber das wäre so voll. Nee. Ich hab's, ich nenne sie einfach mal wie im. Ja, ich hab einen schönen Namen. Dann mach mal einen Mund auf, Terry. Yo, die Katze heißt Terry.
Für jeden, der mein Ion-Let's Play guckt, der weiß, was damit gemeint ist. Terry, das ist ein guter Name. Du heißt jetzt Terry. Hi, Terry. Du hast aber einen niedlichen Hasen, komm. Ich zeig dir den richtigen Hasen. Cool. Das hat was. Gibt es hier... Oh, eine Kiste. Reparaturpulver. Cool, cool. Hier noch irgendwas. Sieht nicht so aus. Hier oben. Ah, das ist ein riesiges Haus. Was gibt's denn hier? Die Augen wollen etwas sagen. Gegenstand... Was? Was für ein Gegenstand soll man da? Käse? Nee. Was für... Fisch? Nee. Hä? Was soll man da geben? Ah, wir... Ah, okay. Was passiert denn jetzt? Okay, lol. Lol. Oh, wie cool ist das denn? Was? Was ist das denn? Hey, hey! Ich bin irgendwie total menschlich geworden. Sag, wie hast du das denn gemacht? Bist du ein Magiermeister? Naja, vergiss es. Ach, übrigens. Terry will dem Meister bei seinen Abenteuern helfen. Darf ich? Bitte, bitte darf ich? Bitte! Sag ja, sag ja! Lol. Oh, wie die echte Terry. Terry ist eine Gefährtin geworden. Ha, wie geil ist das denn? Wir haben eine Gefährtin bekommen. Cool. Das ist cool. Oh, ist das deine neue Freundin? Ich habe sie hier noch nie gesehen. Punkt, Punkt, Punkt. Lol, das hat was. Das ist cool. Maxi-Kit. Ausrufezeichen. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Stalker? Hahaha, lange nicht gesehen, Maxi-Kit. So lange auch wieder nicht. Jetzt hast du also eine Gefährtin, die dir bei deinen Abenteuern hilft. Dann gebe ich dir jetzt ein paar Tipps zu Gefährten. Der einzige Ort, an dem du deine Gefährten zu dir rufen kannst, ist das Verlies. Je tiefer du in das Verlies vordringst, umso schwieriger wird es und du wirst Hilfe benötigen. Wenn du in einer Situation gerätst, die du alleine nicht bewältigen kannst, kannst du deine Gefährten um Hilfe bitten. Sie werden dir gerne behilflich sein. Du bist allerdings der Einzige, der mit den Adlamilia das Adlersiegel öffnen kann. Mach's gut, hahaha. Okay. Ja, geil, dann haben wir jetzt einen Gefährten. Oh, wie cool ist das denn? Das hat definitiv was. Cooles Ding. Das Haus war noch nicht fertig. Und das Haus ist wieder was ganz Besonderes. Ich hoffe mal, dass ich das richtig mache. Ich glaube, ich muss da morgens reingehen. Hoffe ich jedenfalls. Wenn ich doch was falsch mache, speichere ich jetzt lieber mal ab. Hier, yo. Speichervorgang abgeschlossen. Und Terry ist mit uns da drauf. Schön. Und dann warte ich hier, bis es morgens ist. Wie sie... Ja, also ich könnte dann ins Verlies reingehen. Das mache ich sogar. Es sei denn, es wird jetzt noch, bevor wir dort angekommen sind, morgen. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir sind schneller da. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Cool. Und wir sind drinnen. Na, dann machen wir das beim nächsten Mal. So, und damit würde ich auch sagen, beenden wir jetzt die Folge. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Götterbeast-Höhle. Und mit Terry an unserer Seite, denke ich mal. Vielleicht ist er ja mit dabei, auch die wirkliche. Yo, und bis dahin freue ich mich wie immer über Kommis, Abos und Likes und Tüdelü.